von Los Angeles nach Las Vegas haben wir in Calico halt gemacht. Mitten in der Mojave-Wüste, Mojave, wie auch immer das ausgesprochen wird, liegt Calico. Und das ist so eine Geisterstadt, Ghost Town. Inwieweit das jetzt eher so eine Attraktion ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine alte Minenstadt, die aufgegeben wurde und jetzt eben noch als Geisterstadt weiter existiert. Und ja, schauen wir mal, ob wir ein paar Geister finden. Minenstadt. Es ist ein bisschen touristisch natürlich aufgezogen, aber es hat einfach was. Es macht Spaß, hier durchzulaufen. Im Hintergrund spielt das Piano im Saloon und das Wasserrad quietscht. Und irgendwie ja, hat das einfach was. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie es früher hier aussah, auch wenn es natürlich touristisch als Attraktion aufgezogen wurde. Angekommen beim eigentlichen Grund dieser ganzen Reise. Die ganzen Mühen, die ganzen Strapazen haben wir nur aufgenommen, um das hier zu sehen. Das größte Thermometer der Welt. Now I am stuck here, singing the blues. Lord, give me shelter. Der ganze Ort hier heißt Baker und ist so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Es sieht manchmal so ein bisschen aus, als wenn er seine Glanzzeiten schon erlebt hat, wie viel es hier. Man sieht auf dem Weg hier durch die Wüste auch viele verlassene Rastplätze, verlassene Tankstellen, die halt aussehen, als wenn die irgendwie in den 50ern verlassen wurden, nachdem ein UFO gelandet ist und alle mitgenommen hat. Schon ein bisschen skurril hier. Yeah! Bevor es jetzt nach Las Vegas geht, geht's nochmal zum Red Rock Canyon, beziehungsweise wir sind jetzt am Red Rock Canyon. Und das ist ziemlich nah bei Las Vegas, sind nur so 30 Kilometer entfernt, aber es ist ein richtig ordentlicher Canyon, wo man halt wandern kann oder natürlich typisch amerikanisch mit dem Auto rumfahren kann. Und ich würde sagen, wir erkunden den Canyon jetzt mal ein bisschen. Bis gleich.